Ja, du, frag nicht. Immer dieser Druck. Ich zieh ja nur noch. Wo ich letztens beim Impfen gesagt wurde, Energieverbot, da ist die Welt für mich zusammengebrochen. Kann ich, Frau Doktor kann ich nicht machen. Mein Beruf. Das ist mein Beruf. Energies trinken. Wahrscheinlich war die Ärztin Fan. Wie Alter? Die war noch jünger, die Ärztin. Oh, und hast du hier? Komm mal rein, aber bei Pulverboys, ne, da können Sie mich kontaktieren. Können Sie ja noch mal so einen Round-Up-Check machen zu Hause? Dann kommt sie bei dir raus, dann erzählst du dir einen Scheiß am Telefon. Denk an unser Tannebäumchen. Wir müssen das Tannebäumchen überher. Tannebäumchen, Überraschung, Überraschung gleich. 3, 2, 1. Moin Leute und willkommen bei dem Pulverboys, dem besten Review-Channel für Gaming-Booster im deutschen Internet. Ja, wir wollen es auch noch gar nicht verraten. Sie jetzt auch noch gar nicht im Titel. Ja, lass mal schauen, was uns der Weihnachtsmann vor die Tür gelegt hat. Ja, was der Nikolaus? Der Nikolaus, Weihnachtsmann, Christkind. Alle Glaubensrichtungen. Bitte. Alle Glaubensrichtungen, wie geht. So, und zwar haben wir hier die neue Sorte von Gamers Only, die eigentlich so ein Gefühl zum Shadow-Drop war, oder? Auch keine große Ankündigung gesehen, jetzt die von Montana Black oder so, klar, eine Story gemacht, aber... Also, es war wirklich sehr ruhig. Normalerweise, oder auch dem Coffee, habe ich irgendwie gefühlt mehr... Wurde ja richtig Hype vorher, das heißt Hype, also richtig Marketing gefahren. Auch bei Divine Dragon Fruit war auch irgendwie gefühlt mehr Aufmerksamkeit da. Aber vielleicht täuscht das auch, weil man sollte es auch erst vorbestellen. Also vorbestellt und natürlich haben die Leute von Gamers Only uns das nochmal zugeschickt. Ne? Liebe Grüße gehen raus. Ist jetzt da und was mir sofort auf Cyber Acai. Und dieses Acai, das kennen wir ja schon. Aus verschiedensten, also die Galaxy zum Beispiel. Von Level. Und da war ich natürlich direkt so ein bisschen hyped, wo ich sagen muss, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Acai. Könnt ihr auf unserem Kanal hier. Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin auch wirklich gespannt, weil da habe ich wirklich Bock drauf. Ich wünsche mir, dass das wieder so richtig so... Dragon Fruit war ja auch nicht so... Da hoffe ich, dass das immer wieder ein Knallergeschmack wird von G.O. Weil Gamers Only, müssen wir auch sagen, das ist ja seit Stunde 1 für uns so eigentlich eine der Marken, die wir immer verfolgen und wo wir immer trinken und bestellt haben. Deswegen, da freuen wir uns sehr drauf, nicht wahr? Lass ich mal den Aal hier, ja. Willst du mal die Packung zeigen hier, wie toll das aussieht? Ja, ist so, ne? So ist lila. Acai, ne? 40 Portionen, eine kleine. Die kleine Dose? Ja, das ist ja auch so, das ist davon mal so kauft mittlerweile. Ne? Ich hol mal einen Shaker. Hol ich mal einen Shaker. Eis rein. Das ist immer der unangenehme Moment, muss ich sagen, bei den ganzen Boostern. Da mal so rein zu greifen. Ich weiß nicht, ob das hier nicht hier oben einfach... Sommer ist ganz eklig mit den ganz verschwitzten Händen, ne? Lust, jetzt alles, ist schon alles voll mit Wasser drin. Da muss man wieder tief reingreifen. Aber der Geruch da ist halt wieder so... Lass mal riechen. Schon mal ganz gut. Das riecht auf jeden Fall fruchtig. Ja. Und das Pulver halt und dieser lila Ton, würde ich sagen. Leila. Dreh da mal drin so rum, ne? Riecht da drin rum. Ist ja jetzt Winter, da haben wir Heizungsluft, trockene Heizungsluft. Ich lege ja keinen Lappen auf die Heizung. Schön. Ich finde bei den Shakern immer schön 700 Milliliter. Ne? Das ist für mich ja die perfekte Dings mit. Ne? Die hilft viel. Ne? Ich meine ja auch, wenn ich mich jetzt hier nicht komplett vertue. Ja, guck doch nochmal auf die Serviervorschlag. Ich könnte darauf schwören, dass früher 350 draufsteht. Jetzt steht 400 Milliliter. Ja, ein Löffel. Das waren jetzt keine zwei Ganzen. Ne? Ja. Man muss auch ein bisschen für den Geschmack. Genau. Ne? Willst du shaken? Ja, klar. Hast schon lange nicht mehr. Ich dachte, ich komme jetzt drumherum mit unserem super elektronischen Beyond Shaker. Ja, aber noch nicht beim Gamers Only. Video. Ja, stimmt natürlich. Ich kann nicht so schnell. Ich habe immer Angst, aber es ist immer stilles Wasser. Ne? Es ist stilles Wasser, es kann nicht viel passieren. Aber ich trinke mittlerweile fast auch lieber mit stillem Wasser. Bisschen spritzen muss das. Gläser. Ja, farblich. Jo, also ein bisschen rötlicher geworden, würde ich sagen. Ne? Ich hätte jetzt eher gedacht Richtung lila, wie auf Verpackung. Aber ist auch Galaxy doch, glaube ich. Ne? Ja, das sieht richtig lila. Lila, ne? Boah, das sind ja unterschiedliche Inhaltsstoffe, unterschiedliche Zusammensetzungen. Davon ist auszugehen, ja. Ja, einfach gleich. Ja. Ich rieche noch nicht so viel. Wir von dem ganzen Nasenspray. Sucht ist Sucht. Ja. Boostersucht. Nikotinsucht. COD-Sucht. Kaffeesucht. Ist ja bekannt. Nasenspray-Sucht. Nur mal, ist ja bekannt. Frischend. Ich muss sagen, bin ja ganz begeistert. Das schmeckt. Ja. Ja, Acai, das bietet sich an, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mal so als Vergleich mit Galaxy.
Galaxy ist um einiges süßer. Süßer, ne? Aber dieser Grund-Dings-Geschmack, der ähnelt sich schon. Aber das ist hier um einiges, wie sagt man, also es ist anders, aber auch ähnlich, aber nicht so... Eigene Note, ne? Also ja, aber nicht so süß, nicht ja, so, ja. So süß. So süß. Das schmeckt jetzt nicht wie Galaxy. Nee, es ist nicht Galaxy, ne? Doch, das schmeckt ganz gut. Das schmeckt mir sehr gut. Da bin ich aber mal ehrlich, das ist wirklich lecker. Schmeckt mir jetzt auch besser als hier Drachenfrucht. Ja, ja. Also Drachenfrucht war so okay, so. Muss man halt Drachenfrucht mögen, aber das finde ich um einiges besser. Muss ich mal sagen, also das schmeckt nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall so schön so, wie sagt man, bei einem Bockbier, süffig. Fisch. Aber denk dran, du hast eigentlich Boosterverbot, ne? Ja, ich weiß, es ist ja noch nicht ganz rum. Hast du eigentlich Boosterverbot? Ich nehme dich in der Verantwortung, wenn ich sterbe. Kann ich dann deinen Computer haben? Willst du mir nur eine schnelle RAM und einen Prozessor ausbauen? Gleich klingelt direkt nach Beerdigung. Klingelt. Ja, der Friedrich, der hat mir versprochen, ich darf eine RAM und CPU mitnehmen. War nur die beiden Sachen. Deine Grafikkarte verschärfe ich bei eBay. Nee, doch, wie guter Geschmack. Ist wirklich lecker. Würde auch wieder perfekt, gut, sag ich mal oft, ne, wieder perfekt in den Sommer auch passen. Ja, das kannst du eigentlich. Kannst immer saufen, ne? Ja. Ich finde nicht so stark wie ein Laserlemon, bin ich ehrlich? Nee. Ich glaube, ein Sherry finde ich fast auch schon besser. Ja, muss man ein bisschen länger probieren. Ne? Aber ich finde, darunter ist das schnell anzusiedeln. Also ich finde das sehr, sehr lecker. Das ist so wie Blaubeere auch, ne? Ich finde es sogar besser als Blaubeere, bin ich ehrlich. Also Blaubeere kennen wir halt, weil schon. Ja. Aber ich finde, das kannst du sogar noch besser wegsuppeln. Gibt es noch nicht als Vitamindrink leider. Könnte auch wieder ganz gut gehen, glaube ich. Als Vitamindrink wäre das natürlich auch fantastisch, wenn ihr jetzt nicht nur Laserlemon und Dings trinken wollt. Aber das ist schon geil. Cyber ist auch Cyber. Cyber, ich glaube, das ist nicht Cyber Monday rausgekommen, der Geschmack. Ja, aber war irgendwie nur vorbestellbar, ne? Wie gesagt, das war ja ein bisschen eigenartig. Ich dachte so, da verstehe ich nicht, hätte man ruhig größere Kampagne fahren können. Ja, unbedingt, weil das ist wirklich lecker. Wie ein guter Geschmack ist. Das ist richtig gut, ey. Made in Germany. Auch bei TikTok. TikTok. Da findet ihr uns noch nicht. Nee, bei TikTok, wenn natürlich sich jemand bereit erklärt, unsere Videos TikTok-konform irgendwie mit so coolen Schnecken und alles geil hinzuballern, gerne sagt Bescheid. Wir haben da leider keine Zeit. TikTok-Cutter. TikTok-Cutter, meldet euch. Ja, was würdest du denn? Ja, was würdest du denn jetzt sagen? Ich bin ehrlich, das Ding schmeckt wirklich richtig gut. Und nach der ganzen Sache, also Ende des Jahres merken wir ja gerade, bei allen Herstellern kommen irgendwie geile Sachen gerade. Und ich persönlich würde sogar sagen, das wäre für mich im anfänglichen goldenen Segment zu verurteilen. Ja, aber Silber bei mir auf jeden Fall. Aber ich dachte, können auch auf Gold da mitgehen. Ne? Ja, weil ich finde das wirklich lecker. Das schmeckt halt richtig gut. Geschmack, weil es halt doch immer, finde ich, deutlich besser schmeckt als Drachenfrucht zumindest für uns. Ja. Mir persönlich, ne? Ist halt so richtig schön, das ist halt so ein richtig schön so ein... Jetzt auf jeden Fall Gold, jetzt vielleicht nicht ganz so geil wie Laser Lemon und Sherry. Also ich würde es im Gamers Only Kosmos, wenn wir das jetzt mal alleine nehmen, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist eine anfängliche Gold, Silber, Gold. Ich würde zu Gold tendieren, einfach auch mal aus dem Grund, weil hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Ja. Das ist natürlich auch einfach, dass man auch mal ein Geschenk zurückgibt. Ja, ne? Natürlich. Zum Ende des Jahres, klar. Dass man einfach sagt, komm, jetzt lassen wir mal 5 gerade sein. Ach, das ist ein Spruch, den habe ich auf der Arbeit so oft von einem bestimmten Kollegen. Komm jetzt. Und der andere Kollege, der sich das anguckt, der muss sich jetzt kaputt lachen, weiß ob ich. Lass mal, lass mal 5 gerade sein und ob du jetzt da, ach komm, scheiß drauf, Gold. Gold, wir sagen Gold, das schmeckt wirklich gut. Also es ist wirklich lecker und ich bin wirklich ganz froh, dass wir jetzt mal wieder so eine schöne Gamers Only Geschichte haben. Sehr, sehr lecker. Hatten wir auch schon lange nicht mehr so, ne? Nee, Gold? Also Gold war schon lange nicht mehr. Schon länger nicht mehr. Kommt natürlich nicht so oft, nicht so viele Sorten raus über Level Up, ne? Das stimmt natürlich auch. Ja, aber wir hatten auch dieses Jahr sehr viel, also wir hatten auch Silber und Coffee. Ja, und natürlich. War natürlich hier so ein Zaubergeschmack dagegen. Yeah. Also, kriegst du ja gleich mal ein, ne? Nimmst du intravenös auf, ne? Ja, ist wirklich lecker. Also. Ja, in dem Sinne ist es ja auch schon ein bisschen raus. Im Discord auch schon mal gesehen, dass, glaube ich, sich das welche schon bestellt haben. Schreibt mal hier in die Kommentare, wie euch Cyber Acai von Gamers Only schmeckt. Ja, da sind wir sehr interessiert dran. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Abo. Erstmal ein Like freuen. Ein Abo, falls noch nicht geschehen. Abonnement und die Glocke läuten. Und nochmal die obligatorischen Hinweis. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, weil ihr über den Affiliate-Link bestellt von Gamers Only. Aber nur über den Link. Wir haben leider keinen Code. Wir arbeiten daran. Scheint ein bisschen zu dauern. Aber ihr könnt über den Link, den ihr in der Videobeschreibung findet, wenn ihr darüber bestellt, dann tut ihr uns auch noch was Gutes, das immer natürlich schön ist. So, das andere hatten wir schon gesagt. Und nicht vergessen, kommt auf unser Discord. Da reden wir ja auch allgemein. Da ist die Community aktiv und redet schon über die Sorten. Also wenn ihr für euch, wenn wir noch ein Video zum Beispiel nicht haben, rechtzeitig oder so, und
ihr schon mal einen Eindruck haben wollt, was sagt denn die Community, was sagen die Menschen, wie du und ich und alle, ja, ne? Dann schaut auf jeden Fall unser Discord rein. Ja, mal sind wir schon wieder am Schluss. Es geht immer rasend schnell. Es macht einfach so Spaß und man redet so gerne in die Kamera. Es ist, ne? Es ist ja wie ein Fenster jetzt nach draußen in der ganzen Pandemie. Ja, ja, und in dem Sinne hier, kannst du auch mal abmoderieren, ne? Also, in diesem Sinne, meine Freunde, würden wir sagen, ja, dann wir schauen und reingauen.